Aloha und herzlich willkommen. Da mein letztes Interface-Video, in dem ich euch 7 Anfänger-Addons vorgestellt hatte, ganz gut angekommen ist, möchte ich euch in einem weiteren Teil mal wieder eine Handvoll Erweiterungen vorstellen, die euch das Leben in Vanilla ein klein wenig entspannter machen können. Ob man diese unbedingt nutzen muss, sei natürlich jedem selbst überlassen. Auch in diesem Teil der Reihe schauen wir uns nochmal Addons an, welche nicht wirklich das User-Interface verändern und zudem nicht schwer einzurichten sind. Endlich eine Gruppe für eine Instanz gefunden. Welche tollen Items kann ich dort aber eigentlich bekommen? Wenn ihr euch diese Frage stellt, solltet ihr euch Atlas Loot runterladen. Mit Atlas Loot könnt ihr euch ganz einfach die Beute von angehenden Dungeons im Vorfeld anschauen und diese sogar mit der Alt-Taste plus Linksklick als Favorit mit einem Stern markieren und zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal nachschlagen. In die Favoritenansicht kommt ihr ganz einfach, indem ihr einen Rechtsklick auf das Icon an der Minimap macht. Zudem ist es natürlich auch möglich, die jeweiligen Items in der Vorschau anzuziehen, um zum Beispiel zu schauen, wie das jeweilige Set an einem aussehen würde. Von den jeweiligen Tiersets bis hin zu herstellbaren Items ist hier wirklich alles dabei. Ich nutze Atlas Loot vor allem auf Langflügen, um mir die Zeit zu vertreiben und mir schon mal das sich hoffentlich bald in meiner Tasche befindende Ausrüstungsteil anzuschauen. In WoW Classic seht ihr nicht, wie viel Leben genau ein Gegner hat. Das Addon Real Mob Health macht das jedoch möglich. Nachdem ihr einen Mob der jeweiligen Art getötet habt, errechnet das Addon so gesehen automatisch mit Hilfe eures Kampflogs, wie viel HP der jeweilige Gegner hat. Zudem zieht es sich die Daten von anderen Mitspielern, welche ebenfalls Real Mob Health benutzen. Damit ihr jetzt allerdings die Zahlen angezeigt bekommt, müsst ihr unbedingt im Hauptmenü unter Interface Anzeige den numerischen Wert bzw. Prozente und den numerischen Wert aktivieren. Classic Aura Duration zeigt euch die genaue Dauer eurer Buffs und Schaden über Zeit sauber an. Damit allerdings nicht nur eine Sanduhr läuft, müsst ihr das im ersten Teil schon erwähnte Addon namens OmniCC installieren. Dadurch seht ihr dann noch Zahlen in den Debuffs. Mit diesem Addon könnt ihr dann sogar noch ganz einfach die Optik der Zahlen verändern und anpassen. Mit aktiven OmniCC würde ich dann allerdings den Haken im Interface-Menü Aktionsleisten bei Zahlen für Abklingzeit anzeigen rausmachen, da euch diese sonst doppelt dargestellt werden. Schaut dazu auch gerne mal in meinem ersten Teil der Addon-Reihe vorbei. Details oder auch Damage Meter genannt, ist wahrscheinlich genauso umstritten wie Questhelper oder andere kontroverse Addons. Wer allerdings die Statistik liebt und das Addon nicht nur als Penismeter sieht, den kann ich Details empfehlen. Dort könnt ihr jegliche Informationen von gemachten Schaden, DPS, gewirkte Heilung und sogar Infos wie oft welche Person Magie oder Flüche entfernt hat auslesen. Die besagten Daten könnt ihr zudem dann ganz einfach einem Mitspieler schicken oder in den Chat posten. Optisch kann das Addon auch noch sehr individuell angepasst werden, wobei man das eigentlich nicht braucht, da die Standardwerte durch und durch zufriedenstellend sind. Leatrix Maps ist wahrscheinlich vor allem für Anfänger eine grandiose Hilfe, da das Addon die Karte nicht auf dem kompletten Bildschirm darstellt und in Standardeinstellungen die ganze Karte aufdeckt, allerdings die noch nicht abgelaufenen Orte in einem etwas dunkleren Schema lässt, sodass man optisch direkt sieht, wo man schon war und wo nicht. Zudem werden alle Instanzeingänge für Raids und Dungeons sowie die Levelempfehlungen der Dungeons und den jeweiligen Gebieten angezeigt. So habt ihr auch immer eine Übersicht, wo ihr als nächstes leveln gehen könnt. Die Flugmeister der jeweiligen Städte ebenso. Für alle Leute jedoch, für die das eine zu große Hilfe ist, ihr könnt nach Belieben ganz einfach mit dem Befehl /LTM euch die Karte so anpassen, wie ihr sie wollt. Der eine mag zum Beispiel nur die Flugpunkte und die Instanzeingänge sehen und möchte jedoch den kompletten dunklen Schleier der unentdeckten Orte haben. Der andere möchte das volle Programm. Ihr könnt das Ganze also je nach Wunsch individualisieren. Dazu könnt ihr das Ganze noch so einstellen, dass die Karte leicht durchsichtig wird, wenn ihr euch bewegt. Solltet ihr außerdem das Addon Questy benutzen, könnt ihr dieses ganz einfach via Knopf in der Karte aktivieren oder deaktivieren. So lässt sich das Quest Helper Addon ganz einfach aktivieren, wenn ihr Kurzhilfe benötigt, und schnell wieder deaktivieren, wenn ihr buchstäblich wisst, wo es lang geht. Das Addon Questy habe ich ebenfalls im ersten Teil vorgestellt. Alle Links zu den jeweiligen Addons findet ihr natürlich sortiert in der Videobeschreibung. Solltet ihr zudem Fragen haben oder auf Probleme stoßen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich gehe auf jedes Kommentar ein und versuche zu helfen. Wenn ihr zudem wissen wollt, wie man besagte Erweiterungen ohne zum Beispiel den Twitch-Client installiert, schaut euch den Schluss meines ersten Addon-Videos an. Dort gehe ich darauf kurz ein. Dieses verlinke ich euch natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn euch das kleine, aber feine Video gefallen hat, lasst super gerne ein Däumchen da. Wenn ihr zudem keinen weiteren Teil verpassen wollt, freue ich mich natürlich mega über ein Abo. Bis zum nächsten Mal und wie immer schön die Mana-Tränke einpacken, man weiß ja nie.